Europagipfel Kopenhagen, Dezember 2002. Gut gemacht. Vielen Dank. Es war schwer, aber gut gemacht. This is indeed a historic moment. Dies ist ein wahrlich historischer Moment und ein denkwürdiger Tag für Europa und die ganze Welt. Wir haben geschafft, wofür Generationen von Europäern gekämpft haben. 1989 rissen mutige Menschen die Berliner Mauer ein. Sie wollten die Teilung Europas nicht länger tolerieren. Heute haben wir ihre Hoffnung erfüllt. Wir haben eines der blutigsten Kapitel der europäischen Geschichte beendet. Europa breitet seine Flügel aus. Ich heiße unsere neuen Mitglieder herzlich willkommen. Ein neues Europa ist geboren. And to our new members I say, warmly welcome to our family. Our new Europe is born. Wir verlassen Brüssel nicht ohne Ergebnis. Mal sehen, wer zuerst müde wird. Schon wieder diese Geräusche. Du solltest einmal mit Knut Elgar fliegen. Er ist Flugzeugingenieur und erklärt dir alles, was einem Angst macht. Auf dem Gipfel in Brüssel wird die Osterweiterung diskutiert. In einer Stunde beginnt er. Die Osterweiterung der EU wird verhandelt. Es ist die letzte Etappe der Marathonverhandlungen. 75 Millionen Menschen sollen in die EU aufgenommen werden. Hauptstreitpunkt: die Milliarden für die Landwirtschaft. Wer fehlt? Deutschland, Frankreich, Großbritannien. Ich bin doch da, die anderen fehlen. Sie führen irgendwo Vorbesprechungen. Ganz schön unhöflich. Ja, ich glaube, sie kommen. EU-Gipfel in Brüssel. Die 15 Staats- und Regierungschefs der Gemeinschaft sind zusammengekommen, um unter der Leitung von Anders Fogh Rasmussen zu verhandeln. Der dänische Ministerpräsident ist Ratsvorsitzender der EU. Die Osterweiterung ist das Thema. Nach einem guten Start geraten die Verhandlungen ins Stocken. Frankreichs Präsident Chirac blockiert eine gemeinsame Erklärung zu einem Terroranschlag in Moskau. Er ist sauer. Es liegt keine französische Übersetzung vor. Der Text kann von morgen früh nicht raus. Chirac muss ihn erst lesen. Warum gibt es keine französische Übersetzung? Ich habe das nicht als Problem gesehen. Eine peinliche Situation. Dann los. Ich will rechtzeitig fertig werden und der Text muss in Französisch vorliegen. Das heißt also Nachtarbeit. In Brüssel rückt die EU-Erweiterung ein Stück näher. Es gibt einen Kompromiss zwischen Deutschland und Frankreich bei den Agrarsubventionen. Als die Sitzung wieder aufgenommen wird, ist die Einigkeit dahin. Im Gegensatz zu Jacques Chirac möchte Gerhard Schröder plötzlich einen weiteren Abbau der Agrarsubventionen. Jacques Chirac fürchtet die französischen Landwirte und lehnt dies ab. Manifestations chez les agriculteurs.
Qu'est-ce que je sais qu'il aurait fait? Pas trop, c'est trop. Le reste, oui. Je peux tout. Mais je ne peux pas revenir avec une incertitude et des gens de mauvaise foi qui vont reprendre d'une main ce que j'ai donné. C'est ça le fond du problème. J'ai parlé avec Farhung. J'espère que tout le monde va Chirac gibt nicht nach. Schröder akzeptiert. Die Agrarsubventionen werden nicht gekürzt. Chirac ist selbstverständlich voll des Lobes für die Gastgeber. Gut gemanagt, vorbereitet und organisiert. Der dänische Ministerpräsident erhält den Auftrag, mit den Beitrittsländern zu verhandeln. Es bleiben ihm noch 48 Tage bis zum Schlussgipfel in Kopenhagen. Und für die Erklärung vor der Presse in Brüssel ein paar Minuten. Also, ich könnte sagen, wir haben uns geeinigt. Es ist ein großer Schritt nach vorne. Wir haben es geschafft. Meine Damen, meine Herren, wir haben uns geeinigt. Kommst du zum Weihnachtsessen der Partei? Da bin ich verreist. Aber wir sind dann schon zurück. Nee. Ja. Ist er weg? Ja, gerade. Ruf beim Pförtner an, die sollen den Fahrstuhl hochschicken. Ich muss unten sein, bevor er kommt. Sollen wir laufen? Geht doch schneller. Ja? Ja, komm. Ja, det tror jeg, fordi jeg vil ikke løbe den risiko. Nu skal jeg ned og modtage den polske. Jetzt werde ich den polnischen Ministerpräsidenten Miller begrüßen. Polen ist das größte Beitrittsland, deshalb steht viel auf dem Spiel. Herr Ministerpräsident, willkommen in Dänemark. Polen spielt eine entscheidende Rolle bei den Verhandlungen. Sagt es ja, werden die anderen Länder folgen. Ministerpräsident Miller weiß um die Schlüsselrolle seines Landes. Er will mehr Geld, als Rasmussen ihm zugestehen darf. Ich hatte ein gutes Gespräch mit Ministerpräsident Miller. Wir haben Polen ein Angebot gemacht. Wir wollen den Erwartungen der Beitrittskandidaten so gut es geht entsprechen. Es war deutlich, dass er gekommen ist, um härtere Forderungen zu stellen. Das gehört zum Spiel. Von jetzt an bis zum Gipfel wird es jeden Tag Spekulationen über Krisen und drohende Zusammenbrüche geben. Man muss schon einen kühlen Kopf bewahren und die eigene Position immer wieder betonen. Und das tue ich jetzt. Det gør jeg jo også som formandskab. Altså, når jeg sidder i møderne her i øjeblikket. In den Besprechungen bin ich eisern und weise darauf hin, dass die jeweiligen Länder der EU nicht beitreten müssen. Wir werden die Verhandlungen mit denen, die es wollen, zu Ende bringen. Die anderen bleiben, wo sie sind. Der Zug fährt auch ohne sie ab. Ein Novembermorgen im Berliner Tiergarten. Vor den Verhandlungen läuft Rasmussen mit einem dänischen Journalisten und einem Sicherheitsbeamten durch den Park. Hey,
Wo will der denn hin? Man kann auch da lang, das ist kürzer. Ha, er kommt doch noch. Polen bleibt hart und fordert zusätzlich 1 Milliarde Euro. Rasmussen muss ein besseres Angebot machen, sollen die Verhandlungen vor dem Gipfel in Kopenhagen beendet werden. Eine Zusage von Schröder ist erforderlich. Polen gibt nicht nach. Das Land fordert mehr Geld, als die EU zahlen will. Die Polen pokern hoch. Ich will bare give dig lige en melding på møde med kansleren. Ich wollte dir von dem Gespräch mit Gerhard Schröder berichten. Er macht mit und wird mehr Geld geben. Aber er will es erst in Kopenhagen tun. Wir sollen es aber für uns behalten. Was er eigentlich sagen will, wenn ich den Polen etwas geben soll, dann mache ich es auch persönlich. Und zwar in Kopenhagen und keine Sekunde vorher. Das war sehr, sehr deutlich. Wir sollen nur noch über Kleinkram wie Bärenjagden verhandeln. Kommt der Außenminister? Schröder ist rausgerutscht, was er am Wochenende vorhat. Er will mit seiner Frau nach London fliegen. Also, packen wir jetzt alles auf den Tisch, worüber ich mich mit ihm bisher noch nicht einigen konnte. Milchquoten, Schlachtprämien, also Kühe. Soll er doch selbst entscheiden, ob er lieber über Kühe reden oder mit seiner Frau nach London fahren will. Ich weiß, was meine Frau sagt, wenn ich mich für die Kühe und nicht für sie entscheide. Lasst uns lieber anfangen. Hast du alles? Die Gipfelplanung ist noch nicht fertig. Wir gehen sie jetzt durch. Wir fangen an. Rasmussen ist nach dem Gespräch mit Schröder klar, dass die Verhandlungen mit dem Beitrittskandidaten erst in Kopenhagen abgeschlossen werden können. Gut. Gut, kommen wir zum Drehbuch und Zeitplan. Wir sollten nicht nur mit den Polen, sondern auch mit den anderen Ländern reden, um ihnen zu zeigen, es geht nicht nur um Polen. Würden bei so einem Treffen die USA nur mit Deutschland sprechen, wir wären beleidigt. Wir sollten auch mit einem kleinen Land reden. Und eigentlich auch mit allen anderen. Ihr habt gut reden, nur wann? Es gibt ja die Arbeitssitzungen. Es kann ja kurz sein, aber Sie können sagen, Sie hätten dich getroffen. Das ist die Lösung. Du musst sie sehen. Da bin ich mit euch einig. Wir müssen es nur planen. Wenn man mit 8 Ländern sprechen muss, dann dauert das 2 Stunden. Acht Länder. Das sind 2 Stunden.
Damit es schneller geht, sag irgendwann, ich brauche x Millionen Euro. Außerdem, der Zeitplan muss eingehalten werden. Wir müssen realistisch sein. Ich fange mit zwei Ländern an, Polen und einem anderen. Oder dreien, wenn es zum Spiel gehört, dass du alle sehen musst. Das Gespräch mit den Polen dauert mindestens eine halbe Stunde und darf nicht länger sein. Und vorher muss sicher sein, dass ich mehr Geld auf den Tisch legen kann. Ich muss erst mit den anderen reden, bevor wir ein neues Angebot machen können. Und das Angebot muss so sein, dass auch du damit leben kannst. Genau. Ich glaube, je mehr Geld fließt, desto besser. In dem Augenblick, wo du mit den Polen zu Ende verhandelt hast, ist der Gipfel vorbei. Die anderen werden schon Ja sagen, wenn Polen zustimmt. Stimmt. In Brüssel treffen sich Rasmussen und der russische Präsident Putin. Präsident Putin und die EU-Staaten verhandeln über eine Transitvereinbarung zwischen Russland, Kaliningrad und Litauen. Nach der Osterweiterung der Union wird Kaliningrad von den beiden EU-Staaten Polen und Litauen umschlossen sein. Das Verhältnis zwischen Dänemark und Russland steckt in einer Krise. Putin ist wütend, weil ein tschetschenischer Kongress in Dänemark stattgefunden hat. Die Verhandlungen über Kaliningrad wurden deshalb von Kopenhagen nach Brüssel verlegt. Ich sehe es so. Es kann uns egal sein, ob wir eine gemeinsame Erklärung hinkriegen. Entweder ein ordentliches Ergebnis oder gar keins. Wenn die Gespräche scheitern, darf es nicht so aussehen, als wären wir dafür verantwortlich. Sonst heißt es, du als Ratspräsident der EU hättest versagt. Dann sagen sie wieder, Dänemark ist gegen Russland. Ist es vorstellbar, dass Putin nicht zur Pressekonferenz kommt? Die Gefahr besteht. Er will seinen eigenen Pressesprecher dabei haben. Dann leite ich die Pressekonferenz lieber selbst. Dann macht er eine eigene. Das kann er dann tun. Alles hängt vom Verlauf der Gespräche ab. Es hat auch Nachteile, nicht gemeinsam aufzutreten. Ich glaube, Putin kommt nicht, wenn sein Sprecher bei der Pressekonferenz nicht dabei sein darf. Er steht unter großem innenpolitischen Druck. Aber der Druck wird doch nicht größer, wenn wir die Konferenz leiten. Er weiß nicht, wer die Fragen stellt. Wir leben in einer freien Gesellschaft. Wir geben nicht nach. Das ist die Antwort. Die Alternative wäre, er und ich leiten die Pressekonferenz. Redet ihr darüber? Ja, aber die Entscheidung ist klar. Ich wollte es nur gesagt haben. Wenn wir jetzt nachgeben und während der Konferenz einen russischen Pressesprecher dazusetzen, das wird durchsickern. Die Russen nutzen jede Gelegenheit, um uns eins auf die Nuss zu geben.
Ich bin der Meinung, wir sollten Putin in diesem Punkt entgegenkommen. Das Ergebnis ist doch wichtig, darum geht es. Putin will bestimmen, wer ihm Fragen stellt. Sonst würde ihm das in Moskau als Schwäche ausgelegt. Wir können nicht akzeptieren, dass hier die Presse kontrolliert wird. Lasst uns realistisch sein. Er tut es so oder so. Seine Politik verfolgt genau dieses Ziel. Wir kennen doch die Presse in Moskau, ergeben und Kremltreu. Im Ausland ist das Risiko für Putin größer. Er kennt die russischen Korrespondenten hier nicht. Hat sie noch nicht im Griff? Ich gebe nicht nach. Die Russen versuchen uns weich zu klopfen, bevor der Gipfel überhaupt begonnen hat. Ich sage ja nur, was passieren kann. Eben, wir brauchen auch immer ein Visum für Russland. Das gibt ja andere, als auch ein Visum für Russland. Jetzt werde ich Putin empfangen. Reine Zeremonie. Mit einem Pokerface? Ja, sicherlich. Ich bin zuvorkommend und freundlich, bis die Verhandlungen anfangen. Jelzin wäre in die Luft gegangen. Wir hätten uns nie geeinigt, nur diskutiert. Sie haben sich geeinigt. Er hat bekommen, was er wollte. Sie haben gezahlt. Das ist das Einzige, was wir wirklich gut können. Zahlen. Putins Pressesprecher beschwert sich wieder. Ich habe gesagt, du hättest mit dem Präsidenten vereinbart, dass ich die Fragen auswähle. Er darf daneben stehen. Lass uns keinen großen Kampf daraus machen. Sie sollen das Gefühl haben, dass auch ihre Leute Fragen stellen dürfen. Ja. Today I'm happy to announce that we have reached an agreement on the question of transit between the Kaliningrad region and the rest of the Russian Federation. A special transit document will be issued to Russian citizens who wish to transit to and from Kaliningrad. I have a question for President Putin. Don't you think that by trying to eradicate terrorism in Chechnya, you are going to eradicate the civilian population of Chechnya? Если вы хотите совсем уж стать исламским радикалом и готовы пойти на то, чтобы сделать себе обрезание, то я вас приглашаю в Москву. У нас многоконфессиональная страна, у нас есть специалисты по этому вопросу. И я порекомендую ему сделать эту операцию таким образом, чтобы у вас уже больше ничего не выросло. So you were quite right that your own journalists are as critical as ours. They are bandits. Yes. All of them. Yeah. Putin versucht die Vereinbarung als Sieg zu verkaufen. Und Rasmussen auch. Verlierer gibt es in Europa nicht. Bye. Herzlichen Glückwunsch zum Kaliningrad-Abkommen. Du hast es hingekriegt? So ist es. Kommt Verheugen, ne? Ja, ja, Verheugen. Nein, komm mal nur. Na, okay. Darf man gratulieren? Ja, Sie dürfen. Ich habe den Text gelesen, er ist okay. Aber ob das in der Praxis funktionieren wird, das ist eine andere Geschichte. Another story.
Da haben wir heute doch viel geschafft. Ja, dem können wir wohl alle zustimmen. Wir kommen Schritt für Schritt voran. Jetzt aber nach Hause. Der neue starke Mann der Türkei, Erdogan, hofft, dass Dänemark der Türkei auf dem EU-Gipfeltreffen helfen wird. Es hört sich an, als wären Sie gegen die EU-Mitgliedschaft der Türkei. Das sagen Sie. Mehrere Regierungschefs stehen einem EU-Beitritt der Türkei skeptisch gegenüber. Mit einem Blick auf einen möglichen Irakkrieg wird jedes Wort sorgfältig abgewogen. Langfristig können wir die Türkei nicht in die islamische Welt drängen. Habe ich dir erzählt? Joschka Fischer hatte drei Positionen in dieser Frage. Zuerst sagte er, die Türkei würde nie Mitglied werden. Und dann, wir müssen eine andere Art von Mitgliedschaft finden. Ich habe dann gefragt, wie meinen Sie das? Seine Antwort, nein, es war nur sein Gedanke, vergessen Sie es. Die Türken sind gerade gelandet. Sie brauchen noch 10 Minuten mit der Eskorte. Man kann sich nie sicher sein, was unsere Kollegen wirklich meinen. Es gibt keine Übereinstimmung zwischen dem Gesagten und dem, was sie denken. Wir müssen alles sehr sorgfältig vorbereiten. Ja, das ist wichtig. Es ist verdammt viel zu berücksichtigen. Brauchst du einen Regenschirm? Nein, wir sind nur kurz draußen fürs Foto. Da kommen sie. Die Türkei setzt Rasmussen massiv unter Druck. Wir wollen konkrete Termine für Verhandlungen. Die Türkei wird seit mehr als 40 Jahren von der EU ausgeschlossen. Wir wollen nicht mehr länger warten. Es ist unzumutbar. Tony Blair ist für die Türkei wie George Bush. Über den türkischen EU-Beitritt gibt es unterschiedliche Meinungen. Von einer totalen Ablehnung eines Termins für Verhandlungen bis hin zu einigen, die einen konkreten Termin befürworten. Wir machen weiter wie bisher. Dann steht der entscheidende Kampf bevor. Das ist mal wieder alles eine Frage der Interpretation, ob mit der Türkei ernsthaft über den Beitritt verhandelt wird oder nicht. Die Entscheidung ist ja noch nicht getroffen. Wir machen weiter wie bisher. Genau. Viele übersehen, dass eine Bewertung der Türkei als Kandidat nicht vor Dezember 2004 stattfinden kann. Die Türken haben sich das selbst eingebrockt, weil sie ein festes Datum wollten. Hätten sie nicht danach gefragt, hätten wir sie wie eh und je jährlich überprüft. So verzögert sich das Verfahren.
Es ist ein historischer Gipfel, der heute beginnt. Polen möchte mehr Geld, die Türkei möchte ein Datum für Verhandlungen. Es bleiben Rasmussen weniger als 24 Stunden, um die EU-Erweiterung unter Dach und Fach zu bringen. Wollen wir anfangen? Was die Türkei betrifft, Bush ruft heute Rasmussen an, wohl gegen 13.30 Uhr. Aber Bush ist flexibel. Na, er hat wohl etwas, das er loswerden möchte. Bush möchte, dass die Türkei aufgenommen wird. Ihr seid ein Freund der USA. Die Türken haben etwas, was er gerne nutzen möchte. Militärbasen, von denen man in den Irak fliegen kann. Hat man dir gesagt, dass Gül um ein Gespräch bittet? Das ist heute unmöglich. Was soll ich ihm sagen? Keine Zeit. Du weißt, der türkische Ministerpräsident will sich mit dir treffen. Es geht darum, wie sie unser Verhalten später darstellen. Das heißt, es geht um unser Image. Dann arrangiere etwas für den Nachmittag. Kurz aber. Wir unterstützen Sie, EU-Mitglied zu werden. Ministerpräsident Rasmussen hat Bushs Forderung zurückgewiesen. Hallo, jetzt geht es los. Ja, ja. Wir haben ein kurzes Treffen mit dem türkischen Ministerpräsidenten vereinbart. Es ist ja so, wenn du nachgibst, wie stehen wir dann hinterher da? Wenn ich alle nach dem Mund reden würde, wenn ich jedes Mal sagen würde, dafür werde ich schon sorgen. Wenn einer mit dem Finger schnippt, dann springen wir doch nicht. Wir lassen es mal auf uns zukommen. Er hat um das Treffen gebeten. Genau, er war es. Ich heiße ihn willkommen und er kann reden. Herr Ministerpräsident, willkommen. Wie geht es Ihnen? Schön, Sie zu treffen. Ein arbeitsreicher Tag. Vielen Dank, dass Sie Zeit gefunden haben. Wo ist Pui? Ich brauche meine Papiere. Die Papiere für die Pressekonferenz. Ich werde heute eine Erklärung zur Türkei abgeben. Ich hoffe, alle Mitgliedsländer unterstützen die Erklärung. Italien und Finnland fehlen, oder? Ja. Ich werde direkt neben ihm sitzen. Ich schätze Pünktlichkeit, aber die meisten sind es nicht. Die Türken sollten es nicht erst in der Pressekonferenz erfahren. Jemand muss es den Türken sagen. Der Außenminister kann das machen. Ja, er muss das machen. Um es klarzustellen, das ist meine Pressekonferenz. Wir haben Folgendes beschlossen. Entscheidet der Europäische Rat im Dezember 2004 auf der Grundlage einer Empfehlung der Kommission, dass die Türkei die Kriterien des Gipfels erfüllt,
dann wird die EU Beitrittsverhandlungen mit der Türkei aufnehmen. Treffen Sie sich morgen mit Malta? Weiß ich noch nicht. Kann ich mir hier irgendwo die Hände waschen oder, wie Chirac sagt, die Hände an der Wand waschen? Müller bedauert, dass er nicht bei der Pressekonferenz war. Er hat mit den Türken gesprochen. Was haben die Türken gesagt? Sie waren sauer. Ich habe ihnen versucht zu erklären, dass sie deinen Rat hätten befolgen sollen. Du hast mehrfach gesagt, es ist besser, kein Datum zu bekommen. Aber sie waren sehr enttäuscht. Der Außenminister wird jetzt Gül informieren. Ich habe ihm erklärt, es ist ein freundschaftlicher Akt, dass ich ihn angerufen habe. Immerhin, 2004 wird über Verhandlungen entschieden. Schwierig, dies als Sieg zu verkaufen. Der Minister war sehr enttäuscht. Er hatte vorher mit vielen Freunden der Türkei gesprochen. Im Rat gab es keine Unterstützung. Die Türken haben nicht verstanden, wo ihre Freunde geblieben sind. Die Freunde haben wohl auf die öffentliche Meinung in ihren Ländern gehört. Müssen wir noch irgendwas für morgen besprechen? Schwer zu sagen. Ich weiß ja nicht, worauf ihr euch heute geeinigt habt. Wir haben uns geeinigt, dass wir das Richtige getan haben. Es gibt kein zusätzliches Geld. Die Deutschen hatten keinen Cent mehr. Ich habe keine Ahnung, was ihr Polen angeboten habt. Wenn morgen etwas Zeit ist, solltest du sagen, was Polen noch so haben möchte. Für Polen spielen Krankenschwestern und Wohnungen eine Rolle. Sprichst du das morgen früh an? Wir können das jetzt hier nicht mehr diskutieren. Ich mache mir bis morgen meine Gedanken. Deine Entscheidung. Fertig? Was ist mit der Demokratie? In der Tischvorlage fehlt der Satz: Europa ist ein Kontinent basierend auf Demokratie, Freiheit, Frieden und Fortschritt. Wir setzen uns aber weiterhin dafür ein, oder? Dann schreib doch Demokratie. Also, fertig? Komm, wir gehen schlafen, um morgen fit zu sein. Dann müssen wir aber schnell schlafen. Willst du das mitnehmen? Macht es mich glücklicher? Sonst freust du dich doch über die Unterlagen. Nein, nein, ich brauche den Ablauf für morgen. Wo ist der? Die Mappen? Nicht die Mappen, den Ablauf. Der Plan wird noch geschrieben. Also erst morgen früh, wann? Ich prüfe es. Ich muss ihn vor der Sitzung lesen. Alles steht und fällt damit. Es hängt ja davon ab, was heute geschehen ist. Kommst du um 8.30 Uhr? Ja, ja. Müssen wir lange warten? Hoffentlich nicht. Warte hier, draußen ist es kalt. Wir sehen uns morgen. Ah,
Das Abkommen über die EU-Erweiterung wird sich möglicherweise verzögern. Polen will mehr Geld. Ministerpräsident Rasmussen beginnt die Verhandlungen mit Polen. Ich werde den Polen die Wahrheit sagen. Es gibt keinen Euro mehr. Kein zusätzliches Geld für Polen. Das hatten die 15 Regierungschefs der EU am Abend zuvor beschlossen. Die Blockadehaltung Polens soll auf keinen Fall belohnt werden. Ich traue mich gar nicht zu fragen, ob ihr gut geschlafen habt. Wenig, aber gut. Also, zur Besprechung mit dem polnischen Ministerpräsidenten Miller. Ich fange an und lasse ihn reden. Er soll uns sagen, welche Probleme er noch sieht. Dann werde ich ihm den Beschluss von gestern Abend erläutern. Mal sehen, wie er reagiert. Fass ihn zwischendurch ruhig etwas härter an. Herr Ministerpräsident, guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen. Wie geht es Ihnen? Bitte, nehmen Sie Platz. Der polnische Ministerpräsident Leszek Miller hat noch nicht aufgegeben. Er beharrt auf allen Forderungen. Nach wie vor verlangt er 1 Milliarde Euro mehr. Wir kommen nicht weiter. Es gibt keine Bewegung. Keine Bewegung. Es gibt große Probleme. Kein Fortschritt. Dieselbe Position. Wir haben immer noch Probleme. Tja, wir kommen nicht weiter. Womit? Mit den Polen. Wir müssen uns noch mal zusammensetzen und auch mit den anderen Ländern sprechen. Han briefede om sin morgensamtale med Miller. Er hat von seinem Gespräch mit Ministerpräsident Miller berichtet. Der Punkt ist, wir müssen uns zurückhalten bei allem, was wir über die laufenden Verhandlungen sagen. Wenn die anderen Beitrittskandidaten jetzt von Zugeständnissen hören, wollen sie auch mehr Geld. Die EU-Staaten wollen die polnischen Forderungen nicht akzeptieren. Der dänische EU-Botschafter Christoffersen hat eine Idee. Polen soll seine zukünftigen Strukturhilfen in eine Bargeldhilfe umwandeln dürfen. Die sollte sofort ausgezahlt werden. Für Miller ist es Bargeld, für uns ist es unterm Strich egal. Der Vorschlag ist gut. In der Zwischenzeit gehen die Verhandlungen mit den Beitrittskandidaten Tschechien, Malta und Ungarn weiter. Jetzt die Tschechen? Genau, die Tschechen. Es gibt zwei Möglichkeiten der Sitzordnung. Wir ordnen die Länder alphabetisch von vorne oder von hinten. Ja, so machen wir es. Entschuldige, es klingt blöd, aber wir brauchen deine Hilfe. Bei der Sitzordnung? Ja, wo soll Havel sitzen als Ehrengast? Wir können die Sitzordnung auch umdrehen. Protokollarisch ginge das auch. Das muss doch irgendwo festgelegt sein. Wir wollen das nicht alleine entscheiden. Havel muss bei mir sitzen. Botschafter Christoffersen hat seinen Vorschlag durchgerechnet. Demnach soll Polen 1,2 Milliarden Euro als einmalige Pauschale bekommen.
Jetzt muss Ministerpräsident Rasmussen die anderen EU-Staatschefs überzeugen, dass sie doch noch etwas drauflegen müssen. Die Stockmuskel da hinten, wunderbar. Sind Sie schon da? Ja, und wir füllen Sie mit Champagner ab. Ich hoffe, es hebt die Stimmung. Sie sollen ja Geld auf den Tisch legen. Die Beitrittskandidaten habe ich hart angefasst. Jetzt muss ich hier auch hart sein. Kommt der Außenminister auch? Nein, ich möchte, dass du bei mir bist. Ich brauche dich. Es geht nicht nur ums Geld. Es geht darum, die Sache abzuschließen. Jetzt müssen die da drin entscheiden, ob sie mitmachen oder nicht. Die 15 EU-Staaten beraten sich zur Stunde noch miteinander. Haben die Polen die Tschechen auf ihre Seite gezogen? Ja, Polen und Tschechen sind gerade in einer Besprechung, um einen gemeinsamen Weg zu finden. Gleichzeitig will Rasmussen grünes Licht für neue Verhandlungen bekommen. Er hat das Mandat. Die spezielle Regelung mit den Strukturhilfen gilt aber nur für Polen. Als Ausgleich bekommen die anderen mehr Geld. Jetzt will Rasmussen so schnell wie möglich verhandeln. Mit Polen zuerst. Polen bekommt die geforderte Milliarde als einmaligen Betrag. Die anderen Kandidaten bekommen zusammen 300 Millionen Euro. Jetzt müssen wir das Geld nur noch verteilen. Ist es Cashflow oder ein Pauschalbetrag? Ist mir gleich. Wir müssen uns nur einig sein, wie wir es nennen. Gibt es einen dänischen Ausdruck dafür? Klar, Bargeld. Ja, Kontanter. Jetzt ist es völlig wieder. 60 für Malta, 20 für Slowenien, 20 für Tschechien. 200 verteile ich nach einem Schlüssel. Ja, nach dem Bruttosozialproduktschlüssel. Wird wohl nachher jemand fragen, warum die Zahlen so ausgefallen sind? Purer Zufall, aber so ist Politik. Gerhard Schröder ist davon überzeugt, dass Polen dem neuen Angebot zustimmt. Er hat eine Pressekonferenz einberufen. Die Präsidentschaft verhandelt jetzt in den nächsten 2 Stunden. Und ich gehe dann davon aus, dass wir dann relativ rasch zu einem Abschluss kommen werden. Ja, ja. Han sagde lige fra, om tyskernes plan. Schröders plan. Ja, det er kønt. Det ser ud til fanden, at deres parti lande tager den her Schröders plan. Ja, men det vidste vi, altså det er jo lige. Kan jemand Miller rufe? Ja, det er det nu. Jetzt geht's hart zur Sache. Guten Tag. Hello, Mr. Guten Tag, Herr Ministerpräsident. Es sieht aus, als hätten Sie Erfolg. Noch sind wir nicht fertig. We haven't finished yet. Ministerpräsident Miller akzeptiert die einmalige Pauschale. Aber sie reicht ihm nicht. Er fordert auch höhere Mittel. Ja, stille Leid. He was angry. Aber Schröder said he gave $1 billion, yeah? Because Schröder, after our lunch, made a public statement. Today? Yes. Yeah. That we had offered €1 billion. And this is absolutely Poland. Not true.
It's not true. It's not true. No, it's not true. At least I cannot understand this. No, and of course he was a bit upset about that because he said, "How can I tell to my people that you simply can say that it's not true?" I think. Yeah, I told him. Okay, just a short debriefing. He will return in a few minutes. He has to. Nur zur Information. Miller kommt gleich wieder. Er muss mit seinen Koalitionspartnern verhandeln. Ich glaube, er möchte schon unserem Vorschlag zustimmen, aber er hat Probleme mit seinen Koalitionspartnern. He has a lot of problems in his coalition, and this is the decisive factor now. Davon hängt es jetzt ab. Er sagte, mit dieser Frage steht und fällt meine Regierung. But he has a problem with his government. So he told me this is a question of a breakdown of my government. Lass uns mit den anderen Ländern weitermachen. Polen machen wir zuletzt. Ja, das machen wir. Yeah, I think so. We should do that. But it would be much better to push them in the corner. Yes. Polen soll isoliert werden. Jetzt geht es um die Zustimmung der anderen Länder. Hallo, hier spricht Puy vom Büro des Ministerpräsidenten. Wie geht's? Nein, ich habe noch keine Nachricht für euch. Könnt ihr euch bitte abrufbereit halten? Geben wir Ihnen 10 Minuten. Genau 10 Minuten. Sonst schaffen wir es nicht. Draußen stehen Sie schon Schlange. Raus und rein in der gleichen Minute, sonst bricht der Zeitplan zusammen. Alle 10 Minuten einer und sie sollen pünktlich sein. Wenn eine Gruppe geht, muss die nächste da sein. Yes, hi. This is Puy from the Prime Minister's Hallo, office. Puy hier. Seid ihr gleich da? Okay. In einer halben Sekunde? Fantastisch. Excellent. Thank you very much. See you. Bye. Welcome. Ja, ich hole Zypern. Ungarn. Sie sind unterwegs. Sind Sie noch nicht da? Dann andere. Jetzt Zypern? Slowenien geht auch. Sie sehen müde aus. Lächeln Sie. Herr Präsident, willkommen in Kopenhagen. Estland, Lettland akzeptiert. Alle haben akzeptiert. Jetzt nur noch die Polen. Zum Gipfeltreffen in Kopenhagen. Leszek Miller kämpft noch um zusätzliche Mittel. Wenn Polen jetzt nicht akzeptiert, wird die Mitgliedschaft bis 2007 verschoben. Wer kommt noch? Polen. Ja. Sind Sie schon da? Miller spricht noch mit Schröder. Wo? Das ist inakzeptabel. Das stört sehr. Kann einer nicht hingehen und Miller holen? Wir verlieren 2 Beitrittsländer, 50 von insgesamt 73 Millionen Menschen. Dann muss Schröder eben mehr bezahlen. Sie und ich verhandeln? Nur Sie beide ohne Delegation? Ja, genau, nur wir. Milchquote. Jetzt geht's noch um die Milchquote.
Ist das der letzte Punkt? Ja, aber es wird eng. Rasmussen muss sich mit den anderen abstimmen. Holt mir Bernstein her. Wie sah Miller aus? Hatte er ein Pokergesicht? Jetzt diskutieren sie wieder drinnen. Es steht. Wir haben eine Vereinbarung. Und gerade eben haben wir es gehört, der Kompromiss mit Polen ist gefunden. Es ist geschafft, die Verhandlungen sind überstanden. Die EU-Erweiterung ist unter Dach und Fach. Die finanziellen Bedingungen für die ehemaligen kommunistischen Länder stehen. Nun habe ich eine Auteile, Popes, mit LT. Jetzt habe ich ein Abkommen mit allen 10 Ländern. Ein großer Moment. Ich bin ehrlich gesagt froh. Das war harte Arbeit. Mich ärgert nur, dass der Zeitplan nicht eingehalten wurde. Ja, das war ein guter Tag. Ich war zu einigen grob. Hoffentlich tragen Sie es mir nicht nach. Ich war dazu gezwungen. I was a bit rude with some of them, but I had to. Otherwise, you would not be satisfied. Ladies and gentlemen, meine Damen und Herren, dies ist wahrlich ein historischer Moment und ein denkwürdiger Tag für Europa und die ganze Welt. For the people of Europe and for the whole world. Das ist ein Moment. Machst du jetzt 2 Monate frei? Ich glaube nicht. Ich werde wohl meine Wohnung streichen. Herzlich willkommen in der Familie. Ein neues Europa ist geboren. Cyril, thank you for showing flexibility. It was fantastic. Thank you. It was a pleasure, and thank you for support. It was a good job. Thank you. Okay. Thank you very much. I kiss you on both cheeks. Thank you. Thank you. I really appreciate your support. It's and been excellent cooperation. Congratulate the minister. Yeah. Thank you. We are going into the history just like all of us. Thank you. Thank you very much. Yeah.